So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir müssen erstmal gucken, wie viel Uhr es ist. Hier gibt es ja zwei Möglichkeiten. Aber Sie wissen, selbst eine stehen gebliebene Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Uhrzeit an. Und wie viel Uhr jetzt ist, wissen wir nicht. Ja, also, was gibt es Neues? 6 Grad hier in Weilder Stadt. Draußen, schönes Wetter. Frühling beginnt, gehen Sie raus. Ich gehe auch raus. Bewegung und Ernährung sind die zwei Standbeine im Leben. Und ansonsten wollte ich mich noch zur Kommunalwahl ein bisschen äußern. Das ist ja Ende Mai, gehen Sie dahin. Ich bin ja Mitglied im Kreiswahlausschuss, kann also mich hier nicht dazu äußern, was Sie wählen sollen. Aber es gibt verschiedene Ebenen. Ortschaftsrat, Gemeinderat, Kreistag, Regionalparlament und Europawahl in einem. Und es gibt ja die Möglichkeit zu kumulieren und zu panaschieren. Das sind natürlich zwei Möglichkeiten, die auch Stress verursachen können, wenn man nicht so richtig weiß, wie es geht. Aber wenn Sie einen leeren Zettel abgeben, dann machen Sie nichts falsch. Dann kriegt jeder eine Stimme, der auf diesem Zettel draufsteht. Anders ist es bei kleineren Listen, wo nicht die Anzahl der Namen vollständig ist, da könnte man der Meinung sein. Ich empfehle das nicht. Man könnte der Meinung sein, dass man einem Kandidaten drei Stimmen geben könnte. Man muss immer auf die Summe ein bisschen aufpassen. Das steht drauf auf dem Wahlzettel und auf vielen Wahlempfehlungen mehr. So, die Natur ist in voller Blüte. In voller Blüte nicht, aber sehr frühe Sachen sind raus. Bei mir kommt immer ein Specht hier angeflogen gegen die Scheibe und ich wollte ihn jetzt mal fotografieren. Der ist irritiert. Der will durch die Scheibe hindurchfliegen, geht aber nicht. Und da müssen wir uns mal überlegen, was wir da machen. Der arme Specht. Ne? Aber ein schöner Vogel. Ich werde ihn vielleicht im Laufe des Tages noch fotografieren. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Sonntag. Machen Sie das Beste draus und tschüss.